schönen guten Tag. Der Ära ist wieder da. World of Tanks ist dran und ich habe gerade beschlossen, eine große Aufnahmesession zu machen. Es ist Feiertag. Jetzt ist meine Chance. Die Frau ist nicht da, die Kinder sind weg. Jetzt nehme ich auf. Ich habe ohne Ende Replays hier rumliegen. Ich hoffe, ich kriege die alle zum Laufen, weil natürlich schon wieder ein Patch drüber gebügelt ist. Ich kann euch sagen, Leute, wenn ihr euch entscheidet, YouTuber zu werden oder arbeiten zu gehen oder Kinder und so weiter, nehmt nicht YouTuber oder nehmt nur eins davon. In der Kombi ist es schwierig. Wir fangen jetzt an mit einem einfachen, das habe ich nämlich gestern erst zugeschickt bekommen. Das ist ein Replay vom Bananenbieger, der ist bekannt auf Funk und Fernsehen hier auf diesem Kanal. Der Erik fährt sein Objekt 277, wie ich diese Buden hasse. Ich sag's euch gleich. Wir sind auf Geisterstadt und er hat geschrieben, es wäre kein so geiles Ergebnis. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, er hat hier jede Menge verbessertes Equipment drin, er hat Rationen mit. Also hier ist schon, sind wir mal ehrlich, hier wird tryharded. Aber das ist völlig in Ordnung. Unterm Replay habe ich einen schönen, da war direkt ein Kommentar drunter auf der Bot-Replay-Seite. Ja, du mit einem Goldgeschieße, bla bla bla. Ja Leute, ich weiß, ich finde das auch nicht so geil, dass dann auch die Panzerung nicht mehr so viel wert ist. Aber Freunde, es ist nun mal Teil des Spiels, was willst du machen? Mach dich absichtlich schlechter. Nee, ist bescheuert. Na super, und das erste, was er trifft, ist ein Kranwagen. Haldown, das ist so das, was man unbedingt möchte, das ist gleich noch ein Kranwagen. Ja, das läuft doch, das sieht doch gut aus. Und eine Foch. Eine 155er. Die gibt es ja jetzt auch für Anleihen hier im Anleihen-Shop. Ein E3. Das ist halt das, was ich an diesem Objekt 277 echt krass finde. Diese Panzerung. Und dann sind wir trotzdem so schnell wie jeder Medium. Das ist halt echt zornig. Freunde der Sonne, das ist zornig. Ich weiß auch nicht, wie das so funktioniert. Der hat doch gerade einen T110 gebaut. Das wird gar nicht angezeigt unten links in der Ecke. Naja gut, egal. So, wie sieht's denn aus? Die Stadt ist echt unterbesetzt. Da ist noch ein Schieftieren hinten. Dann kommt da noch irgendwie so ein 110-3-Gammel da rum und ansonsten ist ja Stadt tote Oma. Im Osten ist gar nichts. Das Haupt ist ein CD und das Team gibt sich große Mühe, hier so schnell wie möglich wegzusterben. Ui. Ja, diese Capola ist halt einfach leider ein bisschen schwer zu treffen. Der Kranwagen, den könnte man tatsächlich in die Wand erwischen, wenn man ein bisschen Glück hat. Da, ja genau. Das ist halt die neue Meta, die ist halt echt anstrengend. So diese Haldown-Panzer, die sich gegenüberstehen, sich gegenseitig auf die Türme rotzen, versuchen irgendwelche Mini-Capolas zu kriegen. Oh, yeah. Im Chat geht schon wieder der Punk ab. Manticore, you are too late, motherfucker. Yes, yes. Das ist doch sympathisch. Also, liebe Leute, es hilft immer sehr, wenn man sich in Online-Spielen gegenseitig beleidigt. Das steigt die Stimmung und das sorgt dafür, dass man dann besser spielt. Definitiv habe ich schon ganz oft gemacht, ich scheiße immer Leute an. Und danach läuft es einfach, läuft viel besser. Oh, das sind 430 U. Um Gottes Willen. Boah, und da kommt ein E100-Fahrer, der keine Ahnung hat, seitlich rausgefahren. Und der erste Schaden, jetzt endlich mal. Ja, also ihr müsst auf dem Light unbedingt ganz lange rumhacken. Dadurch wird er jetzt in dem Spiel noch automatisch besser. Wenn man ihm... Ja, das war jetzt ein bisschen Pech, dass der Schuss jetzt nicht reingeht. Ja, da geht's. Wenn man die Unterwanne hat, dann kommt man auch ins Objekt 277 rein, denke ich. So, aber ansonsten hast mein Rückzug eingeleitet. Sieht grundsätzlich nicht so gut aus. Guck mal, wir sind 4000 Hitpoints hinten. Um nicht zu sagen, schon knapp 5. Alter Verwalter, das ist nicht so gut. Das ist wirklich nicht so gut. So, jetzt einmal um die Kurve. Tja. Und jetzt steht man hier und guckt wie ein Schnitzel. Das ist halt echt ein bisschen anstrengend. Was macht man jetzt? Okay, Erik macht den kompletten Rückzug. Ich habe hier einen Kaffee stehen. Ich muss Kaffee trinken. Ich habe jetzt ganz viele Replays zu besprechen. Insofern muss immer mal ein Kaffee dazu. Diese Hänger hier zwischendrin, Freunde, keine Ahnung, wo die herkommen. Das tut mir ganz doll leid. Zurzeit läuft World of Tanks bei mir eigentlich relativ gut und relativ flüssig und relativ entspannt, muss ich jetzt mal festhalten. Naja, gut. Also, jetzt schon, jetzt geht's auf die richtige Sniper-Position. Jetzt wird richtig getryhardet. Wir stehen ganz oben. Und genau in dem Moment... Diese Kranwagen haben aber auch Glück, du. So, jetzt der Chieftain soll unterstützt werden gegen den Kranwagen. Das ist völlig legitim. Jetzt hat die Frage, ob das Objekt 277 dafür gemacht ist, jetzt hier einen wegzusnipern. Wir schauen mal. E3, E100. Ah,
Heidewitz. Ja, der E3 steht auf dem freien Feld. Seite raus. Übrigens, bloß mal so für den Kommentarschreiber, dass sich so über das Goldgespimmer aufgeregt hat. Bis jetzt hat der Bananenwieger noch nicht einen Schuss Gold geschossen. Problem an der Geschichte ist, jetzt ist die AP fast alle. Gut, er hat auch sehr, sehr viel Gold dabei. Keine Frage. Aber grundsätzlich hat er eine Ausrede. Ich hatte keine AP mehr, ich musste Gold schießen. Finde ich gut. Großer Fan. Hitpoint-mäßig ist tatsächlich ein bisschen zusammengerutscht. Das sieht gar nicht schlecht aus. So, was jetzt? Erik, komm los jetzt. Ran an die Mutti. Oh, das Team stirbt. Also in der Stadt ist nur noch der Chieftain. 4 zu 8, jetzt geht's richtig unter. So, der E3 ist raus. Natürlich auch so ein paar... Oh, da sind noch zwei, die haben drei E3s gehabt. Heidewitzka, das ist echt auch dick. Jetzt kommt der Kranwagen gucken. Oh, die Fosch. Na, was denn nur? Einer von euch muss ich jetzt mal zeigen hier. Reinfeld ist noch ein E3, der hat gerade bei dem anderen hingeguckt, hat gedacht, das war eine gute Idee. Tja, und jetzt geht der Goldspam los, da wollen wir auch nicht diskutieren. Jetzt wird gegoldet, einfach weil es ist gar nichts anderes mehr da. Ein bisschen mehr gezielt hätte ich. Da hätte ich ein bisschen mehr gezielt, aber ist okay. Ich brauche nicht die große Fresse haben, ich stehe ja hier und guck bloß zu. Oh, jetzt musst du dem Chieftain helfen. Die Fosch darf nicht durchkommen mit ihrer Aktion hier. Sehr gut. Fosch rausgenommen. Ja, die Gegner sind sie sicher. Die pushen jetzt. Das kann natürlich jetzt zum Verhängnis werden für die, wenn die sich jetzt hier reinschmeißen. Dann ist das natürlich jetzt ein Geschenk. Der 430. Da ist er wieder. Der hat den Erik vorhin schon aus der Position gefahren. Aufgegangen. Eieiei. Rechts, der Hügel wäre ja gewesen. Genau deswegen. Die sind alle One-Hit da drüben. Da kann man vielleicht noch was reißen. Oh, der Kranwagen haut ab. Schade, schade, schade. Oh, der 103, der E3. 103. Ein griechischer Treffer ist ein bisschen schade. Ja, komm. Der dreht. Ah, der dreht. Arti hat gerade den 103er 800 Schaden geschossen. Na, das läuft ja. Mit dem Sturzwagen 103. Heidewitzka. So, 10 zu 3 steht's. Es ist noch ein Chieftain und ein 277. Gegen zwei E3s, ein E100, ein Manticore und ein Objekt. Naja. Aber die müssen halt diesen Hügel hier erklimmen. Irgendwie müssen sie rankommen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Sie müssen sich blicken lassen, ob sie das noch wollen oder nicht. Und aufgegangen. Das Gute ist, der Erik kann sich sogar noch einen E3-Treffer fangen. Der Chieftain geht drauf. Oh nein, der wäre wichtig gewesen. Der Schuss auf den E1 daneben, E100, E1. Ich quatsche halt eine Grütze, ich soll vielleicht nie mehr weiter aufnehmen. Sehr gut. So, damit ist der Chieftain immer noch am Start. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, die E3 sind da drüben, die sind auch nicht so schnell, die werden sich jetzt nicht mehr großflächig verlegen können. Ich glaube, die Nummer ist durch. Das ist die Frage. Der Chieftain will jetzt echt auf die Arti fahren. Weiß ich jetzt nicht so richtig, ob ich das jetzt cool finde oder ob das relativ bescheuert ist. Na, mal schauen. Es sind noch 5 Minuten auf der Uhr. So langsam braucht man noch nicht nervös werden, aber ja, so langsam muss man sich Gedanken machen, wie man das Spiel beenden will. Weil die Gegner, glaube ich, das mit dem Pushen eingestellt haben. Die haben noch einen Manticore. Normalerweise müsste der Manticore kommen, Erik aufmachen und die E3er müssten draufballern. Normalerweise.
Oh, jetzt wird blind geschossen. Habt ihr gesehen, da kam gerade einer vorbeigefuscht. Der Mandikor steht irgendwo hier unten, denke ich. Er wird hier irgendwo seine Position aufgeschlagen haben. Okay, der Chieftain geht tatsächlich Arti jagen. Das finde ich halt auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Doch wir müssen geduldig sein. Dann dauert es nicht mehr lang. Entschuldigung, ich muss ein bisschen Zeit überbrücken. Es ist ein wenig kompliziert hier. So. Es ist alles gut einzugrenzen, aber ja, du kannst halt alleine auch nicht auf 2 E3s aufpushen. Das ist ja bescheuert. Das willst du machen, dann hast du relativ wenig Auswahl. So. Arti hämmert blind ein. Das war jetzt auch eine clevere Umpositionierung. Der Chieftain, wie ist denn nun? Steht der Chieftain auf dem Berg und der 277 auf dem Berg und, und die gesamten Gegner sind dazwischen. Das ist jetzt so ein bisschen das Kampf-Sandwich. Die Frage ist, was macht man jetzt? Die fährt direkt auf den Chieftain auf. Da könnte man davon ausgehen, dass die E3er zurückgefahren sind. Aber jetzt ist es wirklich sehr... Wir stehen in der Gegend rum. Der Chieftain rennt weg. Okay. Aber die anderen sind halt auch nicht offen. Aber ich würde jetzt spontan behaupten, die E3er sind... Oh, nee, die sind nicht runtergefahren. Da ist auf jeden Fall einer. Gebounced. Und wie schön er sich wegdreht. Herrlich. Ah, diese E3-Buden, die sind frontal halt echt eine Ansage. Aber so hast du ein Stück Dach. Mit der Heat aufs Dach könnte es funktionieren. Genau, weil der steht halt bergunter. Das ist halt echt ein bisschen... Der guckt hierher, aber er sieht ihn nicht. Das ist halt geil, weil er jetzt echt so zum Dach runtersteht. Jetzt wird er blind geschossen, daneben geschossen. Na, der E3 hat es gleich erlebt. So, komm. Sehr schön. So. Und jetzt sind wir Hitpoint-mäßig sogar vorne. Und die meisten Hitpoints davon liegen komplett beim Erik. Alle liegen beim Erik. Der Chieftain ist raus. Ich habe es gerade gar nicht mitgekriegt. Der Mandikor ist auch raus. So. Der Chieftain ist rausgegangen. Was ist passiert? Ich hab's... Naja. Egal. Der hat ja eh noch wenig Punkte. Ich tippe auf Arti hat ihn Shotgun. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Jetzt musst du aktiv werden. Jetzt bleiben noch 2 Minuten. Da geht's an. Die Final Countdown Sirene. Naja, aber normalerweise... Jetzt bist du einfach auf dem Punkt. Eine Camping-Legende, siehst du? Guck mal, im Chat wird er gelobt. Nee, das war, glaube ich, echt fieselig gemeint, aber... Ja, was willst du machen, wenn in der Stadt niemand da ist, der dich unterstützt? Und da genau von der richtigen Seite rangefahren, jetzt ist es nur noch die Arti. Und das ist halt der Vorteil, du hast einen 277, die Panzerung ist geil, du bist mobil, du kannst das hinten raus halt auch noch... Alter, du kannst das halt hinten raus auch noch in Ruhe zu Ende spielen. Siehst du? Und dann hat der Bananenbieger hier spontan mal eine 7-Kill-Runde hingelegt. Ja, war campig, war sehr goldig. Oh Gott, wir haben nur noch 5 Schuss in der Bude. Und zwar natürlich mit allem gespielt, was das Spiel so hergibt. Aber ich zeige euch mal die Auswertung. Ein Panzerass. Hä? Hey, mit Camping und Gold und Rationen und ach, der geilsten Ausrüstung ever. Ja, wenn es das Spiel hergibt, warum sollte ich mich absichtlich schlechter machen? Aber na klar, kotzt es den Gegenüber an, brauchen wir auch nicht reden. Aber so grundsätzlich, da schau her.
4.797 Schaden, 7 Kills, 9 Crits, 1.300 Schaden abgewehrt. Das ist für ein Objekt 277, glaube ich, noch relativ wenig. Was ich auf diese Buden bounce, ist echt der Knaller. Ein Kriegers fehlt noch ein Kill für die Red Deer Walters. Aber ja, 1.277 Base, der Chieftain, 8.000 Schaden, Freunde. Der hat einfach auch übel gewütet. Ja, der ist übel balanced, der Chieftain, das stimmt schon. Das ist ein ganz gebalanceder, richtig guter Panzer, so, ja. Ja, aber der Rest vom Team hat sich halt auch tatsächlich nicht mit Ruhm bekleckert. Der Manticore war gar nicht so schlecht. Guck mal, der hat sogar 3000 Spotting, also der war durchaus gut dabei. Ja, und für die Gegner war es tatsächlich ein bisschen traurig. Wobei die E3er hier, jeder einen Schuss, mehr ist halt auch nicht gegangen. Ist ja auch egal. Rumminum, wie Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben... Bananenbieger Erik hat gerade kein Premium. Ich muss ihm mal einen Tag Premium zukommen lassen. Er hat 113.000 Credits minus gemacht, weil ohne Premium und ja, durchaus exzessiver Einsatz goldener Munition und dann noch Rationen und so weiter. Das ist der Preis, den man zahlt auf Stufe 10, um solche Gefechte zu spielen. Das ist einfach so. Das muss man sich tatsächlich einfach auch eingestehen. Nichtsdestotrotz ist das kein Grund, irgendwelche Leute voll zu flämen. Das ist halt da. Ich bin auch kein großer Fan von die ganze Zeit Gold schießen, aber wenn ich es brauche, nehme ich es auch. Was will ich denn tun? In diesem Sinne mache ich an der Stelle Schluss, sage vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich bin ja jetzt erst gestartet. Ich werde jetzt hier eins nach dem anderen aufnehmen. Meine Aufnahmesession hat ja gerade erst angefangen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr lasst mir einen Daumen da und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.